Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich rede zum Schluss. Ich wurde gebeten, nicht länger als 3, 3,5 Stunden zu reden. Ich werde mich bemühen. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich heute Abend hier erschienen sind, um in diesem wichtigen Wahlkampf, an diesem wichtigen Wahlkampf teilzunehmen und sich uns anzuhören. Ich glaube, dass diese Wahl etwas sehr Wichtiges hervorbringen wird, so oder so. Sie wird die Demokratie in diesem Land und in diesen Bundesländern, in denen jetzt gewählt wird, Stück weit wiederherstellen. Denn es sieht ganz danach aus, dass die drei Länder, die jetzt wählen und eben auch hier Baden-Württemberg, das zurückbekommen, ohne dass eine Demokratie in unseren Augen nicht wirklich funktioniert. Auch dieses Landesparlament in Stuttgart wird am 13. März eine starke Opposition zurückhalten. Der Grund dafür, es gab eine CDU, die nicht konservativ ist, Stichwort Familienpolitik, die nicht patriotisch ist, Stichwort Asylpolitik, und die unter christlicher Politik nur die Erklärung versteht, dass man Grenzen nicht schützen kann. Wir haben eine FDP, die nicht mehr liberal, als liberales Element wahrzunehmen ist, und eine SPD, die auch keine soziale Politik mehr macht. Ich komme zum Beispiel mit dem Stichwort Klima- und Energiewende darauf zu sprechen. Deutschland muss Zuwanderung stärker steuern und begrenzen als bisher. Zuwanderung kann kein Ausweg aus der demografischen Veränderung in Deutschland sein. Wir erteilen einer Ausweitung der Zuwanderung aus Drittstaaten eine klare Absage. Denn sie würde die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft überfordern und den inneren Frieden gefährden. Für alle, die jetzt schon zur Spitzenfeder greifen, ich habe hier zitiert aus dem CDU-Wahlprogramm von 2002. Nachgesagt, sie sei nicht wirklich zuverlässig in ihren Ansagen. Ich finde, dem kann man nicht folgen. Frau Merkel hat gesagt, sie will die Euro-Rettung nicht, das erste Griechenland-Rettungspaket wollte sie nicht. Dann wollte sie das zweite Griechenland-Rettungspaket nicht. Dann wollte sie keinen Rettungsschirm. Dann wollte sie keinen zeitlich unbefristeten Rettungsschirm. Dann wollte sie den Rettungsschirm nicht hebeln. Dann wollte sie den Rettungsschirm keinesfalls auch auf Banken anwenden. Alles das ist dann erfolgt. Insofern kann man sich auf ihr Wort wirklich verlassen. Frau Merkel wollte dann die Maut nicht. Dann wollte Frau Merkel den Mindestlohn nicht. Und jetzt warne ich Sie davor, wenn Sie Frau Merkel hören, dass sie die Bargeldabschaffung nicht will. Dann ist es falsch. Ich will, weil Professor Meuthen das schon umfassend getan hat zu dem Thema Migration, nur zwei Punkte sagen. Der erste Punkt, und ich glaube, dass der wirklich wichtig ist, ist klar zu machen, dass die Migranten, die zu uns kommen, alles richtig machen. Wir sind an der vollkommen falschen Adresse, diesen Menschen, die zu uns kommen, aus welchen Gründen auch immer, einen Vorwurf zu machen. Die Menschen kommen entweder zu uns, weil in ihren Ländern Bürgerkrieg oder Krieg oder Verfolgung sonstiger Art herrscht, oder weil sie aus Armut kommen. Und wenn wir in der Position dieser Menschen wären, in ihren Ländern, und es gäbe ein sehr reiches Land irgendwo, das öffentlich erklärt, jeder kann kommen, der in Not ist, dann würden auch wir uns auf den Weg machen und versuchen, dieses Land zu erreichen. Deswegen dürfen wir unseren Protest nicht gegen die Menschen richten, in keiner Form, weder verbal noch sonst wie, die zu uns kommen. Wir müssen in völliger Klarheit sein. Dass die Schuld zu suchen ist
bei der Regierung und deswegen wenden wir uns mit unseren Protesten und unserer Kritik immer an die Adresse der Bundeskanzlerin in persona oder die Regierung insgesamt. Die Migranten haben keine Schuld, machen wir ihnen keinen Vorwurf. Zum Thema Integration zwei Punkte. Wir verteilen das Grundgesetz an Migranten, damit die sich hier besser integrieren. Wir stellen uns den umgekehrten Fall vor, es gibt Krieg in Deutschland oder Bürgerkrieg und wir wandern nach Saudi-Arabien aus. Wir erscheinen dort und bekommen ein Buch auf arabischer Sprache in die Hand gedrückt, das uns die Rechte der Frau in Saudi-Arabien erklärt, beispielsweise. Das Grundgesetz, sage ich mal so. Dann staunen wir und werden das vermutlich nicht sofort adaptieren, dass die Rechte der Frauen mit unseren Rechten in keiner Weise zu vergleichen sind, dass die Rolle der Frau dort, wie anders als bei uns, was vollständig anderes ist, eine vollständig andere Kultur. Durch das Überreichen des Grundgesetzes erreicht man in meinen Augen gar nichts. Es ist viel, viel wichtiger, dass wir das Grundgesetz Frau Merkel in die Hand drücken. Jetzt sozusagen sehr lange durch das Grundgesetz gehen und sehr viele Artikel aufzählen, die ihr abhanden gekommen sind, aber ich will es auf zwei beschränken. Und zwar zunächst mal den Artikel 3 Grundgesetz, der sagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und betrifft diesen konkreten Fall, den ich jetzt bringen will, nicht direkt Frau Merkel, aber ich rechne es ihr mal zu. Die Polizei in Schleswig-Holstein und die Staatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein haben schon im letzten Jahr beschlossen, dass Sachbeschädigung und Diebstahl bei Menschen ohne Pässen, also den Flüchtlingen, den Migranten, den Asylbewerbern, nicht verfolgt werden. Ja, das Gesetz gilt für diese Menschen nicht, es sind einfach zu viele Fälle und wenn man die Fälle nicht verfolgt, dann hat man keine Fälle, das ist auch besser für die Statistik. Schweren Diebstahls und Körperverletzungen hält die Polizei mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache, um zu prüfen, ob diese Fälle verfolgt werden sollen oder nicht. Man muss sich das vorstellen, was in diesem Land passiert. Und dann gibt es noch einen weiteren Paragraphen, den ich der Bundeskanzlerin ans Herz legen würde. Das ist der Artikel 16a Absatz 2 Grundgesetz. In dem steht, im Absatz 1 steht drin, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und in Absatz 2 steht drin, politisch Verfolgte genießen dann kein Asylrecht, wenn sie aus Österreich kommen. Österreich steht nicht drin, es steht drin aus einem sicheren Drittstaat. Deutschland ist umgeben von sicheren Drittstaaten. Auf dem Landwege zu uns keiner kommen, der ein Anrecht auf Asyl hat. Das ist ein Paragraph, den hat nicht die AfD geschrieben. Den hat 1993 eine verfassungsändernde Mehrheit in unsere Verfassung hineingeschrieben, weil wir dort die aberwitzige Zahl, die vollkommen aberwitzige Zahl von etwa 400.000 Flüchtlinge und Migranten hatten, die zu uns gekommen sind. Daraufhin haben CDU, CSU, SPD und FDP gemeinschaftlich das Grundgesetz geändert und das Asylrecht beendet für alle, die auf dem Fußwege zu uns kommen. Nur um das zu erinnern, Frau Merkel, 16a Absatz 2, an Ihre Adresse sollten Sie zugeschaltet sein. Auseinandergesetzt haben, zumal wir das auf Bundesebene gerade fertigen, die wichtigsten Punkte einmal herausgreifen, um Ihnen zu sagen, mit was wir uns auseinandersetzen, um das Thema Migration einmal hinter uns zu lassen. Eines unserer zentralsten und wichtigsten und Herzensanliegen, und deswegen wird das im Bundesprogramm sicherlich eine bedeutende Rolle spielen, ist ein Element, das in dieser Republik verloren gegangen ist. Es ist verloren gegangen, den Willen
der Bürger wieder zur Geltung kommen zu lassen. Wir haben sehr grundsätzliche Entscheidungen, die durch das Parlament an der Bevölkerungsmehrheit vorbeigemacht werden, beziehungsweise inzwischen von der Kanzlerin am Parlament, am Volk vorbei. Auch in Deutschland auf Bundesebene Volksentscheide nach Schweizer Vorbild bekommen. Ein Rechtsstaat, in dem Recht wieder durchgesetzt wird, für alle gleich, in dem das wieder selbstbewusst nationale Interessen artikuliert. Das tun alle anderen Länder auch. Uns Deutschen ist das ein bisschen abhanden gekommen. Und ich glaube, das sollten wir wieder tun und uns bewusst werden, was unsere Interessen sind. Ein starkes Deutschland ist in einem Interesse auch von Gesamteuropa. Also machen wir uns da nichts vor. Wir wollen die Europäische Union als ein Europa der Vaterländer statt ein Bundesstaat oder ein Zentralstaat. Wir sind für ein Europa der souveränen Demokratien, die in Freundschaft und guter Nachbarschaft zusammenleben, die einen schönen, großen, gemeinsamen Markt sich teilen, aber die keinesfalls jede einzelne politische Entscheidung zentralisieren wollen. Man soll sich nicht in alle unsere Lebensbereiche einmischen. Wir wollen keinen Super-Nanny-Staat, der auf uns aufpasst, von Geburt oder Vorgeburt bis zum Schluss. Wir wollen einen Staat, der sich auf seine Kernkompetenzen konzentriert, und zwei davon sind im Moment eine auf jeden Fall: innere und äußere Sicherheit. Das ist eine von den Kernkompetenzen des Staates, die scheint vollkommen verloren gegangen zu sein, und damit er diese Kernkompetenzen wahrnehmen muss, stark wahrnehmen muss, muss er sich ansonsten, bitteschön, aus unserem Leben weitestgehend heraushalten. Wir wollen, Frau Petri hat es schon gesagt, ein Element der Gesellschaft wieder eine Stimme verleihen. Diese Stimme ist irgendwie verloren gegangen, und ich glaube, dass es dringend erforderlich ist, dass wir uns hier zum Anwalt machen. Die Gesellschaft baut auf der ganz normalen Familie. Und diese ganz normale Familie hat keinen Anwalt mehr. Wir haben Verfassungsgerichtsrechtsprechung von vor über 20 Jahren, die festgestellt hat, dass die Belastung durch Steuern und Abgaben unserer Familien verfassungswidrig ist. Das scheint keinen zu stören. Wenn andere Lebensformen und andere Familienmodelle festgestellt werden, dass sie verfassungswidrig benachteiligt werden, wird innerhalb der nächsten Woche das entsprechende Gesetz verabschiedet und die Verfassungswidrigkeit wird beseitigt. Die Familien warten seit über 20 Jahren darauf, dass ihre verfassungswidrige Besteuerung beispielsweise zurückgefahren wird. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass in diesem Land eine ganz normale Familie wieder einen ganz normalen Anwalt hat, und als das sehe ich die Alternative für Deutschland. Wir wollen unsere Umwelt schützen und unser Klima möglichst in Ruhe lassen. Das Klima macht ein bisschen, was es will. Aber diese Politik hat dazu geführt, und jetzt komme ich zur Energiepolitik, dass wir auf Teufel komm raus alternative Energien fördern in der Art und Weise, dass die Menschen, die große Häuser haben und große Dächer, auf diese Dächer große Solaranlagen bauen können, um 20 Jahre lang gesicherte Renditen zu bekommen für Strom, den sie produzieren, der möglicherweise gar nicht gebraucht wird. Und wir haben die Kosten dafür auf jeden Einzelnen umgelegt, ganz unabhängig von seinem Einkommen. Das ist in einer Art und Weise eine Politik, die dazu führt, dass immer weniger oder immer mehr Haushalte sich ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Die Lichter gehen tatsächlich aus, und in meinen Augen ist eine Politik, die dazu führt, dass ärmere Menschen mit weniger Einkommen sich Strom nicht mehr leisten können und Strom zu einem Luxusgut wird, keine Politik,
die sozial ist. Ich finde sie auch nicht unsozial, ich finde sie asozial. Ein Kapitel in dem Programm heißt möglicherweise die Macht der Parteien begrenzen. Ein ganz zentraler Punkt, einzelne Punkte herausgegriffen. Und wir haben als Alternative für Deutschland einen spektakulären Fall in diesem Zusammenhang erlebt. Es ist sehr wichtig, viele wissen das gar nicht, dass wir in diesem Land weisungsfreie Staatsanwaltschaften bekommen. Unsere Staatsanwaltschaften handeln auf politische Weisung. Das heißt, der Staatsanwalt, der Verstöße gegen Strafgesetze sozusagen prüft, tut dies so lange, bis er von seinem vorgesetzten Minister die Anweisung bekommt, dies nicht mehr zu tun. Das ist unglaublich, das ist den vielen gar nicht bewusst, aber wenn man gesehen hat, mit welcher Begründung unsere Strafanzeige gegen Frau Merkel abgewiesen worden ist von ebenso einem Staatsanwalt, dann weiß man, dass das so ist. Wir haben die Bundeskanzlerin angezeigt wegen Verstoßes, wegen Einschleusens von Ausländern, ganz normale Schleusertätigkeit, die sie nach dem Wortlaut des Gesetzes verübt hat. Und der Staatsanwalt schreibt uns zurück, ganz viele Gründe, warum das nicht so sei. Und wenn das alles gar keine tragenden Gründe sind, dann ist es auf jeden Fall so, dass es ging um die Entscheidung, als damals 10.000 bis 15.000 Migranten in Budapest am Bahnhof festsaßen, dass die auf einen Schlag sozusagen Einreiseerlaubnis bekamen. Da schreibt uns der Staatsanwalt, auf jeden Fall ist das Handeln der Bundeskanzlerin insoweit gerechtfertigt, als für die Menschen am Budapester Bahnhof eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben bestand und deswegen befand sich die Kanzlerin in rechtfertigem Notstand. Das verdient an dieser Stelle keinen Applaus. Ich schaue auf die Uhr und ich habe eben doch nicht 6 Stunden Zeit bekommen, sondern etwas weniger nur. Deswegen möchte ich Sie mit einem Themengebiet konfrontieren, das hier in Baden-Württemberg in besonderer Weise ja schon Furore gemacht hat. Die Bildungspläne, mit denen Sie sich, aber auch andere Bundesländer auseinandersetzen müssen, fußen auf einer wunderbaren Idee, die man gerne haben kann, die heißt Gender Mainstreaming, aber ich glaube, es ist ein großer Verdienst unserer Partei, dass wir uns damit etwas auseinandergesetzt haben und dass wir dieses Thema an das Licht der Öffentlichkeit gebracht haben. Und ich komme soeben aus Brüssel, wo ich im Frauen- und Gender-Ausschuss bin. Das Parlament hat einen Gender-Ausschuss, das Parlament hat auch ein Gender Mainstreaming-Netzwerk und jeder Ausschuss im Parlament in Brüssel, sei es der Ausschuss für Währung und Wirtschaft oder für Fischerei und Landwirtschaft, hat einen Gender Mainstreaming Beauftragten. Ich hatte mich beworben um das Amt des Gender Mainstreaming Beauftragten für Währung und Wirtschaft, aber ich wurde nicht gewählt. Wenn Sie sich anschauen bei Wikipedia, was Gender Mainstreaming eigentlich bedeutet, dann finden Sie da verklausuliert, es geht um die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Es geht um die Gleichstellung, steht hier drin, was etwas anderes ist. Gleichstellung heißt die 50%-Quote überall. Das klingt irgendwie noch so ganz okay, die Gleichberechtigung wollen wir irgendwie auch. Die Gleichstellung übrigens wollen wir ausdrücklicherweise nicht. Also die Quote, die 50%-Quote in allen Lebensbereichen lehnen wir ausdrücklich ab. Wikipedia definiert weiter Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming ist eben die Gleichberechtigung, aber Gender bezeichnet das soziale oder psychologische Geschlecht einer Person im Unterschied zu ihrem biologischen Geschlecht. Kann man sich möglicherweise gar nicht so ganz genau vorstellen, was das ist, das andere Geschlecht, was man so fühlt. Aber ich muss nachschlagen. Wenn Sie bei Facebook ein neues Profil einrichten, wir haben noch kein Facebook-Profil. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle die Gelegenheit, sich einen Facebook-Account jetzt zuzulegen und dort werden Sie nach Ihrem Namen gefragt und vielleicht ein Foto einzustellen und dann kommen Sie an die schwierige Stelle, Ihr Geschlecht einzugeben und Sie haben dort die Auswahl von über 60 verschiedenen Kategorien. Das geht los mit Androgyn und Bigender, Frau zu Mann, Gender Queer, Mann zu Frau, weder noch. Nicht binär, Transmännchen, Trans.
Transstern, Transmensch, Transfeminin, Intersternchen, Intermensch und so weiter und so weiter. Also da können Sie sich mal richtig austoben. Ich glaube, ich wechsle das immer so nach Mondstand und Wochentag. Frau Petri gerade gesprochen, ich spreche jetzt mal über Berlin. In Berlin an der Humboldt-Universität gibt es ein Profess-X. Und dieses, ich kann das immer ganz schwierig nur erzählen. Also dieses Profess-X schreibt auf sein X-Seite, dass man diesen Profess-X als Profess-X anschreiben muss, weil man sonst keine Antwort kriegt. Man soll also nicht Herr Professor oder Frau Professorin, sondern X Profess X schreiben, sonst bekommt man keine Antwort. Und dieses Profess X hat eine Sprachformtabelle entwickelt, wie man Student korrekt ansprechen kann. Es gibt da ganz wahnsinnig viele verschiedene Arten. Es gibt die sogenannte X-Form, die heißt Studier X und in der Plural heißt sie Studier XS und das Fragepronomen ist dann Wex. Es gibt auch die Sternchenform, das heißt dann Studier Sternchen. Und die Plural ist dann studiert zwei Sternchen und das Fragepronomen ist dann W-Sternchen. Und das setzt sich immer so weiter fort. Das Ganze gibt es auch mit Unterstrich, also dem sogenannten statischen oder auch den generischen Unterstrich. Das ist dann Student-Unterstrich-in, in der Plural Student-Unterstrich-innen und Fragepronomen ist dann welch. Unterstrich R. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe nichts dagegen. Wenn jemand einen Joint raucht, sich in seinen Keller setzt und mit Fingerwabe solche Dinge an die Wand malt. Aber das ist entstanden an einer deutschen Universität, unterstützt mit deutschen Steuergeldern. Das müssen wir dringend einstellen. Eifel ist untersucht worden. In einer 11 Monate langen Arbeit ist ein 67-seitiger Abschlussbericht gefertigt worden für 27.000 Euro Kosten. Und dieser Nationalpark, der in großem Frieden und in schöner Harmonie mit sich und der Natur war, dem wurde folgende Empfehlung abgegeben. Es sind, der Gender, der Park war nicht gendergerecht, denn in der Werbebroschüre für diesen Park ist ein Bild abgebildet von einem Zeichen, das im Wald steht, immer bei der Hirschbrunft, ein brünftiger Hirsch wurde da, ein röhrender Hirsch wurde dort abgebildet. Also sozusagen ein sehr paarungsbereiter Hirsch. Das ist für jede Feministin, das ist sozusagen ein paarungsbereiter, das geht gar nicht. Dieses Bild musste gestrichen werden. 27.000 Euro kosten, 67 Seiten Bericht, 11 Monate Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Gender Mainstreaming beschäftigt, können ganz schreckliche Dinge passieren. Die österreichische Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hat das offenbar getan. Sie hat im Auftrag der österreichischen Regierung eine Broschüre herausgegeben in ihrem Ministerium und diese Broschüre setzt sich mit dem folgenden wichtigen Thema auseinander. Genderdiskriminierung bei der Steinigung. Österreich hat sich darüber Gedanken gemacht, wie Frauen diskriminiert werden bei der sozusagen rechtsstaatlich durchgeführten Steinigung. Man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Frauen gegenüber Männern, die auch gesteinigt werden, dadurch benachteiligt sind, dass man die Frauen bis zur Schulter eingräbt und die Männer nur bis zur Hüfte, denn, das wissen viele von Ihnen nicht,
auch unter der rechtsstaatlich ausgeführten Steinigung haben die Opfer sozusagen die reelle Chance, nicht die reelle, aber die theoretische Chance, sich frei zu graben. Und wenn sie das schaffen, dann entkommen sie sozusagen der Steinigung. Das ist natürlich das Graben furchtbar schwierig, wenn die Hände eingegraben sind, weil man bis zum Kopf eingegraben ist. Deswegen die Männer bevorteilt sind und man überlegt sich dann also, wie stellen wir Gerechtigkeit her? Entweder, klarer Fall, die Männer werden auch bis oben eingegraben oder die Frauen nur bis 12. Meine Damen und Herren, das stand in einer offiziellen Broschüre des österreichischen Frauenministeriums drin. Wörtlich heißt es dort, schließlich weist auch die Durchführung der Steinigung selbst eindeutig Nachteile für Frauen auf, weil Männer nur bis zur Hüfte, Frauen hingegen bis zur Schulter eingegraben werden. Dies ist bedeutend, weil im Falle des Sich-Befreiens der oder des Verurteilten eine Begnadigung durchgesetzt werden kann. Dies ist bei Männern somit weitaus Wahrscheinlicher. Österreichische Frauenministerin, deutliches Zeichen, zu viel beschäftigt mit Gender Mainstream. Gaga im Kopf. Weltgesundheitsorganisation, WHO, in Zusammenarbeit mit unserer Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sie heißt Standards für Sexualaufklärung in Europa. Ich lege Ihnen das allen sehr ans Herz. Sie werden gleich merken, dass Sie sehr viel noch lernen können, denke ich. Rahmenkonzept für Bildungseinrichtungen unter anderem. Hier werden Empfehlungen abgegeben, was für Lerninhalte unseren Kindern vermittelt werden sollen. Und Sie werden staunen, was das so alles ist. Sind Kinder unter uns, die gehen jetzt bitte mal raus. Hier wird also eine Tabelle hergereicht und ich lese Ihnen jetzt einfach mal so ein paar Punkte vor, die dort vermittelt werden sollen, als Wissen oder als Kompetenz oder als Haltung. Die verschiedenen Möglichkeiten, Mitglied einer Familie zu werden, zum Beispiel Adoption, das Entdecken des eigenen Körpers und der eigenen Genitalien, die lustvolle Erfahrung körperlicher Nähe als Teil des menschlichen Lebens, das Bewusstsein für die Geschlechtsidentität entwickeln und eine positive Haltung zum eigenen sozialen Geschlecht entwickeln. Sie wissen, das sind die 60 Gender-Kategorien, also Facebook-Kategorien, ja? Eine positive Haltung zu diesen unzähligen Geschlechtern zu entwickeln und frühkindliche Masturbation. Was denken Sie, ab welchem Alter Kinder in die frühkindliche Masturbation eingeführt werden sollen und alle anderen Themen, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe? Was schätzen Sie ab wann? Ab welchem Alter ungefähr? 5, 2, 6? Okay. Immer noch keiner richtig? 10? Das ist für die Altersstufe 0 bis 4. Deswegen lese ich jetzt nicht weiter, was in der Altersstufe 5 bis 10 und dann 12 bis 15 kommt, da kriege ich rote Ohren. Weltgesundheitsorganisation empfiehlt diese Dinge für die Kleinen und für die Kleinsten. Und damit Sie wissen, dass wir in Brüssel sozusagen harte Arbeit leisten, das spricht sich manchmal nicht so rum, das verstehe ich auch, aber ich möchte Ihnen jetzt in ganz konkreten Beispielen, und damit komme ich zum Schluss, zeigen, wie diese Art von Gender-Ideologie Eingang findet in ganz konkrete Berichte, die wir abgestimmt haben. Die kommen alle aus dem Frauen- und Gender-Ausschuss, in dem ich stolzes Mitglied bin. Ich habe da nicht wirklich viele Freunde, aber... den sogenannten Tarabella-Report, der sagt, also die Berichte sind immer gleich aufgebaut, das heißt in Erwägung, dass das so und so ist und in Erwägung, dass das so und so ist, das geht dann 3 Seiten oder so, fordert das Parlament das und fordert das Parlament das und fordert das Parlament das und das. Also in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein Grundrecht ist, steht hier so drin. Es geht nicht mehr um Gleichberechtigung, die ist ein Grundrecht, aber Sie benutzen einfach das neue Wort Gleichstellung, erklären das
zum Grundrecht und ordnen das ganze weitere Handeln diesem neu gerade erfundenen und nicht bestehenden Grundrecht unter. Das ist also das Dogma sozusagen. Gleichstellung, 50% Quote in allen Lebensbereichen. Und meine Damen und vor allen Dingen meine Herren, passen Sie gut auf. Dieser Bericht stellt dann fest, in der Erwägung, dass traditionelle Geschlechterrollen und Stereotypen die persönliche Entfaltung von Frauen einschränken und sie deshalb nicht ihr gesamtes Potenzial als Menschen ausschöpfen können. Die Worte, die traditionelle Geschlechterrolle, das ist eine Vokabel, eine politische Vokabel, und die steht für Muttersein. Das ist die klassische traditionelle Geschlechterrolle. Hier steht drin, Mütter können sich persönlich nicht nur eingeschränkt entfalten, wenn sie Mutter sind und deswegen ihr Potenzial als Mensch nicht voll ausschöpfen. Das steht hier drin. Wer Mutter ist, schöpft sein Potenzial als Mensch nicht aus. Er fehlt an der Werkbank. Dann steht hier, und jetzt Achtung, das Parlament fordert Männer und Frauen auf, die beruflichen, familiären und sozialen Verpflichtungen ausgewogener aufzuteilen. Ja? Wir reden hier nicht um Quoten irgendwo, sondern in Ihrem ganz persönlichen, privaten Leben, meine Herren, insbesondere meine Herren, wer von Ihnen erledigt 50% der Hausarbeit? Also ehrlich, ja, in einem Raum mit 750 Personen melden sich zwei Herren. Ich finde das total richtig, dass Männer 50% der Hausarbeit durchführen und ich versuche das jeden Tag bei mir zu Hause ohne großen Erfolg durchzusetzen. Allerdings ist das eben nichts, was den Staat angeht, und wenn Sie glauben, dass diese Forderung im luftleeren Raum steht, dann wird Ihnen gleich das Lachen noch vergehen. Vorher noch zwei andere Punkte aus dem nächsten Bericht von Frau Neuchel. Auch der ist mit großer Mehrheit abgestimmt worden und auf dem finden Sie auf Seite 10 unter Punkt S das Folgende. In der Erwägung, dass stereotype Geschlechterrollen, Mutter, und traditionelle Strukturen, das ist die Vokabel die ganz normale Ehe, einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben. Hier steht drin, Muttersein und Ehe machen krank. Große Mehrheit im Parlament, so ist das. Das ist die Geisteshaltung des Parlaments. Wer Mutter ist und wer eine Ehe führt, hat sozusagen erhöhte Gesundheitsrisiken zu ertragen. So denken die. Und so machen die auch Politik. Und dann betont das Parlament, dass Sensibilisierungsmaßnahmen zur Förderung einer gleichmäßigen Aufteilung von Haushalts-, Betreuungs- und Pflegearbeiten durchgeführt werden müssen. Sensibilisierungskampagnen. Ja, dass insbesondere meine Herren, Sie eben mehr Hausarbeit leisten und öfter den Müll runterbringen. Das wird jetzt als eine große staatliche Aufgabe anerkannt und die Mitgliedstaaten und die Europäische Union überlegen sich jetzt Programme, wie über mediale Beeinflussung, über die Veränderung der Sprache, über Plakatewerbung in den Straßen und so weiter, dieses Ziel erreicht werden kann. Und wenn Sie jetzt sagen, haha, das sollen die mal ruhig machen, das wird sowieso nichts. Also einen generellen Kritikpunkt habe ich an dieser Idee. Denn wenn man, also ich sage immer, wenn ich eine Stunde zu Hause, oder sagen wir mal so, wenn mein Mann eine Stunde zu Hause aufgeräumt hat, dann komme ich nach Hause und denke, ich muss die Polizei anrufen, weil wir möglicherweise einen Einbruch hatten. Wenn ich eine Stunde aufgeräumt habe, dann ist die Bude in Ordnung. Was ich damit sagen will, ist, dass die reine zeitliche Erfassung
der geleisteten Arbeit überhaupt keine Auskunft darüber gibt, wie viel Hausarbeit tatsächlich geleistet worden ist. Das wird aber erst in einem nächsten Punkt wirklich relevant. Gleichwohl, das Europäische Parlament macht sich jetzt schon Gedanken darüber und fordert in seinem Bericht, das Europäische Parlament betont, dass das Sowieso-Institut um die Sammlung von geschlechtsspezifischen Daten zur Verwendung von Zeit auf Pflege-, Betreuungs- und Hausarbeitszeiten und als Freizeit mit dem Ziel einer regelmäßigen Beurteilung ersucht werden muss. Falls Sie nicht genau verstanden haben, was ich gerade vorgelesen habe, das Parlament fordert auf, dass die geleisteten Stunden, die leistete Arbeitszeit irgendwie kontrolliert, erfasst werden muss. Die wollen feststellen, wie viel Arbeit die Männer und wie viel Arbeit die Frauen tatsächlich machen. Das heißt, das geht Schritt für Schritt weiter. Deswegen, wenn Sie sich jetzt sicher fühlen und sagen, das wird bei mir nie passieren, irgendwann kommt diese Zeiterfassung auch zu Ihnen und unter uns, mein Mann durch damit regelmäßig. Ausspricht und die ein alternatives politisches Angebot macht. Wir werden am 13. März dafür antreten und wir werden dafür werben, dass nach der Fraktionsvorsitzenden Frau Petri im Brandenburger Landtag nun auch am 13. März der Stuttgarter Landtag eine Alternative bekommt und eine Opposition mit einem Oppositions- und Fraktionsführer Professor Dr. Meuthen. An der Zeit, dass wir in das politische, in die Parlamente kommen und dass wir diesem Land das zurückgeben, was es lange Zeit vermisst hat. Frischen Wind in der Politik, dafür werden wir sorgen, dafür treten wir an. Vielen Dank.